Heyo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Idion und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von Planet Coaster. So wie ihr es auf jeden Fall sehen könnt, habe ich mich wirklich diesmal an das Manor bzw. an das Geisterhaus gewidmet. Doch da beides in einem Spiegel zu quetschen viel zu groß war, habe ich mich erstmal um das Außengelände gekümmert, weshalb dieses Bauprojekt in zwei Teile aufgeteilt sein wird. In dem kommenden Speedbuild werdet ihr auf jeden Fall nur sehen, wie ich das Gebäude, einschließlich das komplette Außengelände, errichte. Doch mehr dazu direkt nach meinem Intro. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem aktuellen Speedbuild von meinem Manor bzw. Geisterhaus. Aber bevor ich jetzt erstmal was dazu sage, muss ich erstmal kurz andeuten, dass dieses Speedbuild ziemlich weit in die Länge gezogen wird anscheinend, so wie ich auf jeden Fall erstmal beim Rendern gesehen habe, so um die halbe Stunde. Das heißt, ich werde auch keine halbe Stunde reden, weil mir irgendwann sowieso nichts mehr einfallen wird. Das habe ich euch auf jeden Fall schon mal vorwarnen werde, aber sonst werde ich das Speedbuild definitiv bis zum Ende wieder laufen lassen. Und am Ende, wie jedes Mal, live durch den Park herumlaufen und das ein oder andere Detail noch zeigen bzw. erklären. Aber zurück zum Thema. Wie angedeutet, wird es definitiv ein zweiteiliger Part sein für dieses Bauprojekt. Der erste betrifft natürlich dieses Hauptgebäude, also quasi den Eingangsbereich, einschließlich das komplette Außengeländer. Also damit meine ich jetzt die Verzierung und, also sagen wir einfach mal, das Optische von außen, quasi den Wartebereich, die Pflanzen, die Mauern, die Felsen und was alles darum noch dazu gehört. Also einfach, ja, die Szenerie, sagen wir es einfach mal so. Ich habe mir auf jeden Fall übelst damit Zeit gelassen, wirklich viel Zeit. Ich habe das Speedbuild während einer Twitch-Aufnahme laufen lassen und natürlich mich auch auf die ein oder andere Kommentare drauf eingelassen, was ich da noch verbessern könnte und wie es theoretisch am besten aussehen würde, weshalb ich mich darauf noch eingelassen habe. Wer natürlich nochmal dabei sein möchte, kann mich gerne bei Twitch verfolgen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten, ja, muss ich auf jeden Fall vorwarnen, dass ich dort nicht nur Speedbuild-Videos aufnehme, sondern teilweise auch mal ein paar Kumpels andere Spiele zocke. Aber wenn es den einen oder anderen nicht stört, kann er gerne mal vorbeischauen. Das würde mich definitiv drüber freuen. Aber sonst war es das eigentlich erstmal für diese Seite aus. Aber sonst bin ich jetzt erstmal wieder, oder komme ich erstmal wieder zurück zum Hauptthema, weil das ist immer so Eigenwerbung. Ja, ich weiß, passt dem einen oder anderen nicht, aber es ist halt jetzt so. Aber wie gesagt, zurück zum Hauptthema. Wie ihr das auf jeden Fall sehen könnt, ist das Hauptgebäude, dieses Manorhaus. Ich sage einfach Manorhaus dazu. Ich wollte eigentlich vorab ein ähnliches Gebäude errichten wie beim, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das war im Movie Park. Ich glaube, die Bahn heißt Time Rider oder sowas. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich wollte dieses Gebäude so ähnlich wie dieses Gebäude errichten, einschließlich den kompletten Wartebereich, diesen mega großen Zickzack-Modus. Habe mich aber dann sporadisch umentschieden und mir ein paar Inspirationsbilder von Disneyland Paris herausgesucht, von dem, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses Geisterhaus allgemein, wo an dem See entlang steht. Da habe ich mir einfach mal ein paar Bilder rausgesucht und das Gebäude so grob ähnlich nacherrichtet. Einschließlich auch dem Wartebereich, das werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie das hier links herumführt und dann wie so ein, ja, eine Villa, einem Garten entlang führt halt die Warteschlange entlang. Sage ich auf dem grob so, das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Ich weiß, ich wiederhole mich, ist halt so, aber das ist definitiv so geblieben. Links ist auf jeden Fall alles schön mit Pflanzen bewuchert. Der ein oder andere Brunnen steht dann noch. Vielleicht muss ich noch das ein oder andere Detail ersetzen. Das habe ich aber erst natürlich nach dem Speedbuild wieder entdeckt, beziehungsweise durch den Eigenanschaumodus, quasi wo ich eigenständig mal durchgelaufen bin, habe ich vielleicht das ein oder andere Detail noch übersehen. Und dann auf der rechten Seite definitiv einen kleinen Mini-Friedhof. Da habe ich so zwei oder drei Mausoleums errichtet. Einschließlich ein paar Gräber, ein bisschen verdorrte Pflanzen dazu. Und sonst ist auf der rechten Seite eigentlich auch nicht viel entstanden. Und sonst habe ich über den Hauptweg eine kleine Barriere errichtet mit einem Friedhofszaun oder allgemein ein Geländezaun, dass man quasi
dort nicht hinübersteigen kann. Fand ich jetzt eigentlich relativ passend zu einem Art Männer- oder Friedhof-Thematisierung. Ist mir relativ gut gelungen. Ich habe anschließend nach dem ersten Speedbuild-Aufnahme, also ich habe theoretisch zwei draus gemacht und beide in eins reingequetscht. Da habe ich währenddessen noch die Schienenverlauf oder allgemein die Geisterbahn schon errichtet, jedoch ohne Szenerie oder Thematisierung. Also grob gesagt, nur die Bahn steht hinter dem Gebäude. Sonst ist dort nichts. Dann habe ich auf jeden Fall den Wartebereich noch installiert oder erbaut, damit hier wenigstens ein paar Besucher in das Gelände hineinkommen. Ich mag es halt immer, wenn ich während ich baue, dass da Besucher herumlaufen. Natürlich ist der Wartebereich relativ lang gezogen, aber ungefähr, wenn die Warteschlange bis zur Hälfte voll ist, dann gehen die Besucher auch nicht mehr rein, weil die dann mit dem Kommentar kommen, die Warteschlange ist zu lang. Obwohl das nicht sein kann, weil, ja, ich habe es optimiert im Endeffekt. Aber trotzdem, die Warteschlange ist nie bis zum Anschlag voll, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Sonst habe ich allgemein, was es geht, wirklich an so einer Art Villa versucht, mich daran zu orientieren und zu halten, was wirklich so Statuen betrifft. Also ich habe auf jeden Fall nur die Gargoyle-Statuen benutzt und nicht solche jetzt wie diese Märchenprinzessin oder diesen komischen Zwerg da, der als Springbrunnen agiert, habe ich nicht genutzt, sondern ich habe versucht, wirklich so viel wie möglich aus dem Grusel-DLC zu nutzen, vor allem was jetzt auch dieses Gebäude betrifft. Das ist alles rein aus dem DLC, bis auf das ein oder andere. Aber auf jeden Fall der Zaun und jetzt hier, okay, die Treppen, das sind einfach irgendwelche Balken gewesen. Aber sonst wirklich, ja, wenn ich mich recht erinnere, alles aus dem Grusel-DLC habe ich daraus erbaut. Aber sonst, ja, fällt mir wirklich nicht großartig was ein, was ich da noch ersetzen hätte können. Vielleicht würde dem einen oder anderen noch was einfallen, was ich daran verbessern könnte. Über einen Kommentar darüber würde ich mich definitiv freuen, falls der ein oder andere da hinterher Interesse hätte, da mitzuwirken. Ich würde definitiv darauf eingehen und auch das ein oder andere Detail verändern, sofern es natürlich machbar ist. Und natürlich müsste es machbar sein. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr damit interagieren würdet. Und ich würde auf jeden Fall das ein oder andere Detail dazufügen und beziehungsweise, wie gerade schon erwähnt, ändern. So, das Speedbuild geht definitiv jetzt noch, ich müsste lügen, 10, 15 Minuten, eventuell sogar einen Ticken länger. Ich weiß, es ist lange, aber es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, weil dann werdet ihr definitiv das Ende dieses Projektes sehen, also nur den Außenbereich, also die Außenanlage, die Geisterbahn an sich noch nicht. Ja, das, wie gesagt, kommt im zwei Teile raus, also im nächsten Part. Aber sonst, wie gesagt, würde es mich freuen, bis zum Ende dranbleiben würdet. Und dann werden wir zusammen natürlich nochmal live durch das Gelände laufen und vielleicht das ein oder andere Detail nochmal erkennen. Und ja, wie schon erwähnt, kann der eine oder andere noch einen kleinen Tipp geben, was ich noch hätte verändern hätte können, und das würde ich definitiv dann auch umsetzen. Aber jetzt sage ich einfach mal, ich verabschiede mich jetzt für die restlichen paar Minuten, bis wir uns gleich mal wiedersehen würden. Ich habe auf jeden Fall erstmal alles noch schön mit Musik unterlegt, damit es nicht zu eintönig wird, wenn ich nicht mehr rede. Aber sonst sage ich jetzt auf jeden Fall erstmal tschüss und ich hoffe mal bis gleich. Adieu.
So, lala, da bin ich wieder. So, bevor wir natürlich hier direkt da zu meinem Männerhaus gehen, wie schon erwähnt, natürlich im Speedbuild, dass es definitiv ein zweipartiger Teil wird, weil sonst wird sich das Speedbilden ungefähr über eine Stunde verwandeln und das möchte ich natürlich nicht, weil dieses Speedbild ging jetzt schon eigentlich länger als geplant war, weshalb ich auf jeden Fall nur da oder also den vorderen Bereich definitiv zeigen werde und die Geisterbahn definitiv erstmal im nächsten Part. So, aber genug gequatscht, wir stehen hier bei meinem Feuerwehrwagen, da gehören wir eigentlich gar nicht hin, wir laufen vorwärts. Was ich definitiv hier noch machen werde, ist mir noch unschlüssig, weil das soll ja eine Art Übergang sein zu einem Art neuen Themenbereich oder auch nicht, ich bin mir nicht sicher, also vor allem ich weiß nicht, zu was ich das eigentlich zählen sollte. Weshalb das noch offen ist und was noch hier alles definitiv dazukommen würde, ist, wie gesagt, fraglich und offen. Ich muss mir noch Gedanken drüber machen, aber sonst habe ich nur grobe Gedanken, was errichtet werden könnte. Und wenn nicht, widme ich mich halt so lange an was anderes. Aber das werde ich definitiv zu Gesicht bekommen. Und das denke ich mal auch so früh wie möglich. Und dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall ist hier der Haupteingang erstmal zu der Geisterbahn. Also hinten steht natürlich die grobe Geisterbahn. Also ohne Thematisierung, ohne nichts. Es sind einfach nur die Schienen. Mehr ist da nicht. Also nicht wundern, falls ihr jetzt irgendwas erwartet hättet, was nicht der Fall sein sollte. Weil definitiv ist nur der komplette Garten und ja, das Gebäude von dem Männer errichtet. Wir gehen aber hier mal rein und das ist definitiv der Haupteingang. Wie ihr das sehen könnt, ist hier der Startbereich. Hier muss ich definitiv noch was hin platzieren, weil ich habe den Weg so hergerichtet, dass man hier um den Brunnen herumläuft. So, das war eigentlich ursprünglich ursprünglich gedacht als Fasspass. Das hatte ich auch als erstes, nur sieht man dann jedes Mal diese unnötigen Wege, die da zum Vorschein kommen, weshalb ich die jetzt erstmal weggelassen habe. Weil die Besucher, die gehen und die laufen die Warteschlange nicht hinein. Sobald die bis da hinten voll ist, drehen die hier vorne alle um und beschweren sich, die Warteschlange geht einfach zu lang. Deshalb habe ich den Fastpass weggelassen und es ist einfach nur optische Darstellung. So, aber genug geredet, wir laufen einfach mal die Warteschlange entlang. Hier muss ich die Gebüsche noch ein bisschen reinsetzen, weil die gucken hier ein bisschen drüber hinweg. Aber definitiv ist hier alles schön abgesteckt mit Pflanzen bzw. Felsen. Hier könnte ich eventuell auch noch einen Zaun hin platzieren, habe ich aber jetzt erstmal weggelassen, weil das gefällt mir hier irgendwie noch nicht mit diesem Bordstein. Und dann geht es hier rüber. Hier ist nämlich genau dasselbe, weil der Weg ist nicht auf dem Boden abgesenkt, also der ist leicht angesetzt, also in der Höhe. Und wenn ich die Platten jetzt ein bisschen höher setze, das werdet ihr gleich da oben sehen, da oben hatte ich keine Wahl mehr, aber hätte ich die jetzt ein bisschen höher gesetzt, dann wären die Platten bis zu den Knöcheln in den Besucher drin und es würde furchtbar aussehen. Hier lässt sich leider nicht anders verhindern, weil die Treppen sind selbstständig gebaut. Und hier seht ihr das zum Beispiel. Weil sonst würde der Bordstein über hinaus gucken und das will ich nicht. Auf jeden Fall ist hier dieses Zickzack-mäßige, was ja jeder kennt. Hier ist nämlich genau dasselbe Problem, aber von außen sieht man es nicht. Weshalb ich das jetzt einfach gelassen habe. Hier sieht man leicht die Bordkante noch. Aber bevor ich sowas hin und her friemel, das würde so viel Arbeit und Zeit kosten, weshalb ich das weggelassen habe. Hier wird es wieder normal. Weil hier geht es einfach nur unten und leicht wieder hoch. Und dann ist das eigentlich Finish. So, geht hier auf jeden Fall hinein. Und hier, wie ihr sehen könnt, ist hier noch nichts gemacht. Hier auf jeden Fall hier der Weg. Hier nur die Schienen. Noch ist das nicht erledigt. Hier ist der Ausgang. Und dann ist man quasi fertig. Wie gesagt, hier in dem Streetbild wurde hier nur dieser Vorderbereich abgeschlossen. Das hier kommt alles im nächsten Part. Ich habe auf jeden Fall mir noch überlegt, einen kleinen Friedhof im hinteren Bereich zu errichten. Und ich finde es richtig cool. Es war noch ohne Beleuchtung, würde ich definitiv noch machen. Aber sonst hier ein paar Gräber. Ohne Zeichen, wer da liegt, ist ja egal. Und hier natürlich die Hightech-Gräber. Noch ein bisschen mit kaputten Felsen dazu. Hier nochmal so eine Art Mausoleum. Und hier quasi nochmal, wie man das hier sehen könnt, war hier eigentlich der Fastpass geplant und hier eventuell der Ausgang, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil dann wären wir hier so entlang gelaufen, so rüber, da am Friedhof vorbei. Hier hat man vielleicht noch einen kurzen Blick auf den Minisee oder Mini-Teich, je nachdem, wie man es sehen möchte. Hier ist ein kleiner Abfluss
und hier quasi das verschlossene Tor. So, ich gucke uns das nochmal von oben oder betrachten das nochmal von oben an. Wie ihr das sehen könnt, einen schönen Warteschlangenweg, also schön um die Kulisse herum. Der wunderbare Teich. Hier ist der Friedhof, also man merkt es auch schon, hier ist noch alles schön grünlich und hier wird es alles schon leicht verdorben und tot, ja, wenn man das so sehen möchte. Finde ich, ist mir gut gelungen. Was will man mehr? Und das Manorhaus an sich, es ist nicht viel, es sind ein paar Wände, hier ein bisschen die Fenster noch dazu und hier diese Balken. Mehr ist es nicht, das ist nicht viel, aber trotzdem hat es seinen individuellen Style, finde ich. Ist mir gut gelungen. Vielleicht könnte ich hier das eine oder andere an den Bodenblatt noch ansetzen. Zum Beispiel eine leichte Verzierung. Aber das werde ich, keine Ahnung, wenn dann eventuell machen, wenn ich mit der Geisterbahn komplett fertig bin. Und dann sehen wir weiter. Wie gesagt, hier weiß ich noch nicht, was ich errichten sollte. Vielleicht mache ich hier noch so einen kleinen Blaser mit Essenstätten, Restaurants und dann vielleicht im Hintergrund wieder eine Achterbahn. Ich bin mir noch unschlüssig. Auf jeden Fall hier die Geisterbahn komplett zubauen. Und das möchte ich dann definitiv mit dem Stuff Only hier, weil ich habe ja schon ein Tor angesetzt. Das möchte ich definitiv dann mit der Geisterbahn verbinden. Dann ist hier quasi noch eine offene Stelle. Da könnte ich vielleicht auch noch eine kleine Attraktion reinsetzen, wie so eine Art Mini-Karussell oder sowas. Allgemein für was für Kinder ist. Weil ich lasse hier garantiert keine Achterbahn hier über dieses Gelände fahren. Das zerstört die ganze Atmosphäre. Weshalb ich das so lassen werde, weil von meiner Perspektive aus sieht das klasse aus. Ich könnte eventuell noch ein Toolkit hineinsetzen, was hier eine Ente zum Beispiel rumschwimmt oder ein paar Fische, je nachdem. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wenn euch das Speedbild gefallen hat, lasst mir doch einfach mal einen Daumen nach oben oder hinterlasst mir einen Kommentar, was ich eventuell noch verbessern könnte. Und sonst würde ich mich definitiv erstmal verabschieden. Lasst doch einfach mal ein Abo da, dann werdet ihr definitiv keine Videos mehr von mir verpassen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen grandiosen und wunderschönen Tag und bleibt gesund, euer Edien. Ciao.